Dann geht's mit dem YouTube-Zeichen auch nach der Pause weiter, wo wir uns wieder nach oben kämpfen können. Ziemlich cool. Auch im Nexus haben sie hier versteckte Klamotten eingebaut. Das feiere ich gerade ziemlich hart, muss ich sagen. Ich laufe schon wieder falsch und ich verlaufe mich ziemlich hart. Jedes Mal in diesem Nexus. Manometer. So, ich glaube, hier bin ich richtig. Ja, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Für 20.000 Seelen haben wir jetzt einen Seelenring bekommen. Für 20.000 Seelen haben wir eine Estoscherbe bekommen. Und, das Krähennest, wo wir einen Funkeltitanit bekommen haben. Achso, ich kann ja auch nochmal die Geste machen. Die haben wir auch bekommen. Willkommen zurück. Und, da hinten war sogar noch der Lizard. Den könnten wir uns eventuell direkt auch schnappen. Wobei die Frage ist, wo war der denn? Da. Ich habe keine Ahnung, wo das ist, aber wir könnten hier mal runterhüpfen. Und den Lizard lizarden. Wahrscheinlich stürze ich ab. Und der gibt auch noch einen Funkeltitanit. Ja, das nehme ich doch auch noch gerne mit. So ist ja nicht. So ist ja nicht. Und da komme ich schon... Ah, da komme ich dahin. Verstehe ich. Wo komme ich auf der anderen Seite hin? Das ist die viel interessantere Frage. Genau, Robson. Einfach zusammenreißen. Ist doch nicht so schwer, nichts zu schreiben. Mann, dann werde ich schon rausfinden. Und wenn nicht... Dann halt nicht. Dann könnt ihr es mir immer noch am Ende sagen. Wir hatten am Ende natürlich vom ersten Durchgang machen wir offene Spoiler-Runde. Und da kann dann jeder natürlich seine Schnittchen mit mir teilen. Welche Klasse bist du? Also in der Abstufe zwischen Pro-Gamer, Pro-Gamer, ich bin Low-Bob. Das ist so meine Klasse. Würde ich so klassifizieren. Lowbob der Herzen vielleicht. Also ein bisschen über Lowbob. So, dann können wir da auch wieder hochgehen. Fenzlers Welt ist doch auch lustig. Ja, für alle, nur für mich nicht. Ich muss dann immer weinen. So, und wir können hier noch durch. Okay. Ach, na. Sorry. Oh Mann, Marc. Sorry an der Stelle. Ich habe die Frage missverstanden. Ich habe mit dem Ritter gestartet. Sorry. In meinem Kopf ist das überhaupt nicht wichtig, welche Klasse man nimmt, weil... Nach 5 Leveln kannst du aus alles allem bauen. Und ich habe mit dem Ritter gestartet. Entschuldigung. Ich habe mit dem Ritter gestartet. Mittlerweile ist der Ritter aber eher Dex, weil ich habe halt viele Punkte in Dex gesteckt und in Leben. Also der hat nichts mehr mit dem Ritter gemeinsam. Wie hat, löst euch von dem Gedanken, die Klasse, die ihr wählt, ist wichtig, ist sie nicht. Also im Endeffekt ist es nur das Starter-Gear. Ich habe die gewählt, weil der ein Schwert und ein Schild hatte. Das war mehr oder minder der einzige Grund. Und ich habe ihn jetzt mit Dex zugebombt. Also wie gesagt, die Klasse ist absolut unwichtig. Guckt auf das Starter-Equipment, was ihr haben wollt, ob ihr eher ein dickes Schwert haben wollt, ein Schwert, ein Schild oder ob ihr vom Anfang vielleicht zaubern wollt. Der Rest ist absolut egal. Also wie gesagt, da messt ihr dem Ganzen, finde ich, noch viel zu viel Gewicht zu. Es geht halt echt nur um das Starter-Gear. Da ist Loot. Da ist auch Loot. Und da ist ein Aufzug. Und der Aufzug geht nach oben. What the fuck? Wieso nach oben? Ich hätte jetzt gedacht, der geht nach unten. Wieso denn nach oben?
Alter Schwede, wo bin ich denn nun gelandet? Das hört ja hier nie auf. Ab nach Aldi. Ja, so ungefähr. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich bin. Also, ja, natürlich weiß ich, wo ich bin, aber ich... Wood All Stars Carry. Willkommen im Moped Club, mein Lieber. Ich habe dich ehrlich gesagt noch nie gelesen. Das wundert mich umso mehr. Dankeschön für deine Unterstützung, mein Lieber. Nimm deinen Platz in der Garage zwischen den anderen Mopeds ein. Mach's dir bequem, schnapp dir die Emotes und hab Spaß. Danke für die Unterstützung. Das hilft ungemein, mein Lieber. Die Herzen sind für dich. Dankeschön. Die Wand sieht komisch aus, deswegen habe ich da jetzt so oft vorgehackt, weil die so ein bisschen anders farbig ist. Aber hier ist nichts. Was mich aber zu der Frage führt... Was ist hier oben? Jetfire, sei gegrüßt. Okay, wir fahren mit dem Fahrstuhl irgendwo hoch. Achso, da geht's auch noch weiter. Da muss ja irgendwas sein. Glocke. Die Glocke? Die Dark Souls 1 Glocke? Rings the Bell? Of Awakening? Schäle sind wir hier hoch. Alter, ist das geil! Oh Gott, nur in dieses Gebiet da hinten will ich nicht, da ist Schnee. Da kommen wieder Schneeponys. Die haben mich geschändet. Da will ich nicht hin. Im quasi zweiten Gebiet Jetfire. Wenn du um... Du gehst auf das Gebiet zu und siehst ganz viele Mobs, die um so ein Feuer tanzen. Da gibt es quasi drei Wege. Linken geradeaus und rechts über die Brücke. Der ganz, ganz linke Weg führt in so ein Haus. In dem Haus ist ein Loch im Boden. Wenn du da runterfällst und die Estus-Suppe findest, daneben liegt der Sonnenhüter. Eid. Oder Sunbro-Eid. Kuppel! Und weiter so. Nach gut zwei Monaten endlich wieder Marco schauen. Daumen hoch. Willkommen zurück, Google. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, es war nichts Ernstes bei dir, sondern einfach nur ein bisschen wenig Zeit. Google, danke für die Unterstützung. Die Herzen kommen ja schon für dich. Dankeschön für so viel. So, da kam ich her. Ja, dann haben wir hier Loot. Ich habe so ein bisschen Angst, den Loot zu looten. Nachher fällt irgendwie die Glocke auf mich drauf und läutet den Slash. Da habe ich Angst. Was ist das hier? Was? Er hat null Orientierung, kann sich aber im Detail merken, wo welches Item liegt. Ja, das kann ich. Dr. Planus, das kann ich. Das ist tatsächlich so. Ich kann mir... Ich habe auch WoW gespielt. Ich wusste nicht, wie die Bosse heißen. Ich wusste, was sie können und was sie droppen. Keine Ahnung. Loot kann ich mir merken. Wege nein. Loot. Den kann ich mir merken. Ich überlege gerade, wie so eine Feuerhüterseele. In Dark Souls 1 haben wir damit die Estus verstärkt. Das machen wir hier mit den Scherben. Nee, Entschuldigung, mit dem Staub. Wofür ist die Feuerhüterseele? Ich habe keine Ahnung. Nicht den blassesten Schimmer. Es ist komisch, dass wir jetzt nochmal so ein Item bekommen.
Seele einer Feuerhüterin, die aus dem Abgrund zurückgekehrt ist. Diese Feuerhüterin hütete das Leuchtfeuer und diente ihrem Meister. Man sagt, sie habe das dunkle Siegel akzeptiert, welches ihre Seele verdunkelte. Und doch, ihre Seele wird eines Tages den Weg in die Brust einer anderen Feuerhüterin finden. Können wir die Dark Maiden upgraden? Wir upgraden die Feuerhüterin. Wir machen sie größer. Wir upgraden sie. Wir pumpen sie ein bisschen auf. So klingt es zumindest. Ich meine, da wird von Brüsten und Feuerhüterin gesprochen. Das lässt keinen anderen Schluss zu. Wo ich die letzten beiden Scherben her habe, Renix. Eine lag jetzt hier, in dem Gebiet, wo wir dann gerade durch sind, und das andere lag gerade bei den Krabben. Wenn du dich am Krabbensee ganz links hältst, danach auch eine. Da haben wir jetzt die Nummer 8 und 9 heute gelootet. Wir sind mit 7 gestartet und heute haben wir 8 und 9 gelootet. So, ja, sonst gab es hier nichts. Wobei, ich weiß nicht, wie gut und wichtig dieses Item ist. Im Moment kann ich es nicht beurteilen. Außer, dass wir die Feuerhüterin dann upgraden können. Ich meine, das kann gut sein. Aber wenn man da jetzt nicht so drauf... Naja, gucken wir mal, was das macht. Ich habe keine Ahnung. So, gucken wir mal, ob es hier irgendwelche Wände gibt, wo ich rausspringen kann. Nein. Nein. Gut, also da geht's nicht weiter. Zumindest sehe ich da oben erstmal nichts. Eventuell müssen wir irgendwann die Glocke läuten, wenn irgendwann mal sowas kommt, im Hinterkopf behalten. So. Da ist... Das erinnert mich gerade an Dark Souls 2, das Loch. Mit diesen Särgen, wo man über die Särge irgendwie ins Loch konnte. Das sieht besser aus. Aber da komme ich zu dem Loot. Ring voraus, Zeit für Springen. Also da komme ich rüber, würde ich meinen, wenn ich hier direkt gerade rüber hüpfe. Oder einfach renne. Rennen geht auch. Ich brauche noch nicht mal springen. So, da vorne ist Loot. Aber wie komme ich denn da hin? Da soll ich drauf landen? Kannst aber auch nicht runterschießen. Naja gut, dann müssen wir gleich nochmal hoch. Dann müssen wir gucken, ob wir doch springen. Wo geht's denn weiter? Hier? Ah, hier komme ich noch rüber. Und hier? Jetzt bin ich unten. Jetzt gibt's nicht nur Estus Suppe, jetzt gibt's Estus Ringe. Das Estus Merchandise wird immer größer. Jetzt gibt's noch Estus Ringe. What the fuck? Was macht denn ein Estus Ring? Da. Erhöht die durch Estus Flakons regenerierten Trefferpunkte.
Ein grüner, aus Scherben gefertigter Ring erhöht die durch Estus Macrons generierte TP. Dieser Ring war einer bestimmten Feuerhüterin anvertraut worden, die am Ende jedoch nicht ihrem Meister begegnete. Die daraus resultierende tragische Farce wurde zu einem der Lieblingsgeschichten der Massen. Ja, nehme ich mal mit. Ich meine, jetzt habe ich da oben ein cooles Estus-Symbol. Allein dafür lohnt sich das schon. So, aber wie ich da zu diesem Loot komme? Weil der Vorsprung ist verdammt klein. Alter Schwede. So, und hier ist, glaube ich, der Rückweg. Ja gut, dann müssen wir da nochmal hin. Wood All-Stars, keine Ahnung, weil ich mit dem Degen ganz gut zurechtkomme und der aufgewertet ist und das andere Schwert Funkeltitanit hat zum Aufwerten, weil es nicht buffbar ist, es sowieso dann für mich in dem Sinne keine Waffe fürs Endgame ist, sondern wenn fürs Leveln. Und wenn man sich mal den Damage anguckt, um das mal ganz kurz zu vergleichen, ich würde tatsächlich statt dem Tyrylschwert, was 124 Schaden gerade mal macht, plus Skalierung, also knapp 150, würde ich tatsächlich tendenziell dann sogar eher die Axt nutzen. Mit 103 physischen Schaden und 103 Dunkelschaden, was dann schon 206 Schaden wäre. Im Gegensatz zu dem, was dann auch den Zusatzeffekt hat, dass es Gegner einfrieren kann. Ist vielleicht gegen Spieler nervig, die NPC juckt das nicht wirklich. Plus ich kann es nicht buffen, plus ich kann es nicht aufwerten oder will es nicht aufwerten wegen Funkeltitanit. Dann würde ich tatsächlich im Moment die Axt nutzen. Weil das ist, glaube ich, die Waffe, die im Moment den meisten DPS out of the box hat. Und ich tragen kann, wohlgemerkt. Keine Ahnung. Also wie gesagt, Starterwaffe ganz okay. Aber sobald du halt irgendwas aufgewertet hast, wie gesagt, der Degen macht im Moment 133 plus 37 und out DPS das Schwert halt locker. Plus braucht weniger Stamina beim Stoßen. Und skaliert kritisch mit Backstabs besser. Asi! Wo ist denn die Maiden in Black hin? Vielleicht können wir sie auch weiß machen. Also, na gut, sie ist ja nicht wirklich schwarz. Da. Welcome home, Ashen One. Speak thine heart's desire. Der Gedanke war richtig. Feuerhüterseele hergeben. Ich mach das mal. Feuerhüterseele hergeben. Mhm. Nein, ich mach's noch nicht. Wo ist denn die Zaubertante, die Blinde? Die hat doch gesagt, dass sie auch Feuerhüterin werden wollte, aber irgendwie nicht konnte. Eventuell können wir das auch der geben. Warte mal. Oh, warte mal, ich muss die Fackel eben wegpacken. Ich bin gerade so langsam wie eine Tonne. Oh, ich glaube, der Ring hat mich überladen. Nee, doch nicht. Oh, Champion of Earth, do you wish to hear a tale? Nee, kann ich aber nicht. Have a pleasant journey. Okay, also tatsächlich der Feuerhüterin. Na, gucken wir mal, was passiert. Welcome home, Ashen. Speak. Jupp. Ashen One, this is. Much like what lies within me, then let it find its own place within my bosom. She will understand. We are both fire keepers after all. Die Feuerhüterin kann das dunkle Siegel jetzt teilen. Ja, schön. Was ist denn? Ach so, ist. Warte mal. Forgive me, sister. May the flames guide thy way. Ja, der Satz. Farewell, Warte.
Dunkle Siegel. Wir haben den Weg gefunden, wie wir wieder menschlich werden können. Die Frage ist halt, was das genau macht. Und wenn ich das abgebe, ob ich die Level verliere. Ich habe ja 5 Level bekommen. Plus, wenn man oben sieht, Anzahl getragen. 5 von 8. Das spoilert ja, dass es noch 3 weitere gibt. Also, dass ich wahrscheinlich noch 3 Level bekommen kann, bis ich komplett hollow bin. Also kann man quasi sagen, möchte ich 8 Level bekommen, insgesamt overall, dafür hässlich aussehen, oder möchte ich geil aussehen und 8 Level weniger haben? Und die haltet. Wie gesagt, was der Nebeneffekt ist neben den Leveln, das habe ich noch nicht gecheckt. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Story noch weitergehen wird, weil er ist jetzt ja mittlerweile tot und die Yuria ist jetzt da. Eventuell müssen wir tatsächlich den Typ aus Olasil irgendwann umbringen, den Wunderwirker. Weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Was kostet das denn? 47.577 Seelen? Ist ja günstig, ist ja ein Schnäppchen. Da bleibe ich lieber modisch untot. Farewell, Ashen One. May the flames. Ein bisschen teuer. Ist ja unfucking fasslich. Die Frage, die Lone Rider gestellt hat, bitte dann nicht direkt im Chat beantworten, weil das weiß ich selber nicht. Außer, dass man hässlich aussieht und 5-mal leveln kann. Ich weiß es nicht, Lone Rider. Das müssen wir alles noch rausfinden, ob es noch einen anderen Effekt hat. Ich würde gerne mal wieder hier oben irgendwo raus. Ich bin schon wieder falsch. Ich muss da lang. Gut sein hat seinen Preis. Ja, keine Ahnung. Wobei es ein nettes Gimmick ist, dass man halt eben Level bekommt, wenn man oft stirbt. Ist halt auch, sage ich mal, wenn es wirklich keinen weiteren Effekt hat, recht nett für Neulinge, dass die halt nicht nur über Seelen leveln können, sondern tatsächlich auch mal 5 Level durch Tode. Ich meine, überleg einfach mal, du packst die 5 Level wirklich komplett in Stamina, beziehungsweise, Entschuldigung, nicht in Stamina, sondern in Ausdauer, nicht in Ausdauer, in Leben. Das sind halt schon massig HP, die du dazu gewinnst, was das vielleicht einfacher machen kann. Ist ein interessanter Gedanke. Ja, da bin ich halt gespannt, wie es weitergeht und später dann auch mal rauszufinden oder auch zu erfahren, wenn ich es nicht selber rausfinde, was der eigentliche Hintergedanke dafür ist. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich da hin? Die Frage ist, komme ich rechts auf den Sarg? Und kommen dann darüber. Aber das sieht schon fast zu tief aus. Hier ist es irgendwie optisch besser dargestellt mit den Särgen. Also geradeaus auf den Sarg. Der hier ist. Warte mal, ich brauche mal eine Orientierung. Genau zwischen den beiden Mopeds. Oh, ich mache mir noch voll. Ist eigentlich fast zu weit. Oh. Das sah aber gar nicht so aus, als ob ich da überhaupt landen könnte. Das sah nicht wirklich so aus, als ob ich da überhaupt landen konnte, weil das Ding sah ja im Vorbeifliegen noch kleiner aus, als es von oben schon aussah. Das war ja echt nur ein Spalt M. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das der Weg ist. Ich müsste, wenn, vielleicht zu dem Item direkt springen. So.
probiere ich mal direkt dann zum Loot zu springen und nicht über die Kante. Ja, zum Glück kriegen wir hier unsere Seelen. Das ist ja schon mal nicht ganz so teuer. Also direkt hier, wo schon der Tod spoilert. Na, nicht wirklich. Hier passiert nichts. Ich sehe halt nichts. Der Typ ist einfach tot. Der ist weg. Keine Ahnung. Ich sehe halt nicht, was er gemacht hat. Also direkt über den Blutfleck nach da. Sieht aber verflucht aus, als ob man da nicht landen kann. Aber einen Versuch mache ich noch. Und dann verschiebe ich dann erstmal auf später, weil ich mir gar nicht sicher bin, dass man das erreichen kann. Weil das ist echt ein frickeliger Jump. Kann mir halt schon fast vorstellen, dass hier irgendwo noch ein Mechanismus ist, dass man diese Särge ausfahren kann. Und dass sie ein bisschen weiter vorgucken. Und dass ich das im Moment noch übersehen habe. Also wenn dann wirklich die Lösung ist, dass man da irgendwie landen kann, haben sie da wirklich frickelig gemacht. Und sowas mag ich in Souls-Spielen eigentlich nicht. Ja, die Seite war völlig okay. Ne, die andere Seite war völlig okay. Weil darüber kannst du halt runterkommen über die Covens. Aber das Moped hier. Wie weit rolle ich denn? Das könnte reichen. Jump Attack könnte auch gehen. Das ist halt super frickelig, ey. Alter, verdammt. Feuerhüter Set. Muss ich nur irgendwie wieder runterkommen? Alter Schwede, das ist aber. Ich meine. Boah, ey. Das hätten sie sich sparen können. Ist, ich stehe ja mehr oder minder hier in der Luft als alles andere. Mein linker Zeh vielleicht. Alter Schwede. So, Feuerhüter-Set. Gab's da keinen Helm? Es waren nur drei Teile, ne? Erinnert mich irgendwie an, an Velka, glaube ich. Dieses Gewand wurde von den Hütern des Schreins getragen. Die Feuerhüter wurden des Lichts beraubt, um besser als Seelengefäße dienen zu können. Nur jenen, die sich windenden... Was? Die sich windende, sengende Finsternis verwehrten, wurden das schwarze Gewand der Hüter gewährt. Hat eine Menge Gift, Resi. Ja, wobei auch nicht so viel. Kältefluch, Balance, hat jetzt nicht wirklich irgendwas Großartiges. Sticht jetzt nicht wirklich hervor. Na gut, na gut. Dann waren wir da, dann waren wir da, dann sind wir hier mit der Ecke fertig, würde ich meinen, wa? Oben die Glocke mal im Hinterkopf behalten, falls da noch was ist, weil die Feuerhüterseele... ja, okay, wegen der Hüllenumkehrung, aber ansonsten war es auch nicht so spektakulär. Da ganz oben. Ja gut, müssen wir mal im Hinterkopf behalten. Plus das Krähennest, wenn wir nochmal irgendwie Smooth and Silky finden. Steht einer. Steht er die ganze Zeit schon da? Der war doch weg, oder? Was macht denn er da jetzt?
Das war doch der Bloodborne-Mann. Der war doch aber wieder weg, oder? Well, hasn't it been some time? I'm Leonard, the Ringfinger. Remember me? I slipped you those red eyes some time ago. Ja, daran erinnere ich mich noch. You're making quite an effort of it, so I thought you might like to know. If you yearn for a proper red-eye orb, one that is uncracked, then kill the Dark Wraith, survivor of the land swallowed by darkness. He has been a prisoner for many ages in the deepest cell in all Lothric. Aufzugsraumschlüssel. I can see it in your eyes. If you didn't invade, didn't pillage, whatever would you do? If you fancy a proper red eye, then kill the... He has been a prisoner. I can see... Okay. Gefängnis und Aufzugsraumschlüssel. Schlüssel zum Raum für den Aufzug, der in den tiefsten Kerker in Lothric hinabfährt. Es heißt, ein überlebender Geist der Finsternis aus dem Land, das von der Dunkelheit verschluckt wurde, würde hier festgehalten. Ich glaube, ich habe eine Vermutung, wo das sein könnte. So. Und zwar... Da. Wir haben ja mit dem Gefängnisschlüssel nur den Lorettas Mann rausgelassen, der uns den Ring gegeben hat. Die andere Tür war ja noch zu. In der Beta hat der Gefängnisschlüssel beide Türen aufgemacht. Das wäre jetzt die einzige Tür, die ich noch im Hinterkopf habe in Lothric. Dima! Schön, dass du wieder reinschaust, mein Lieber. Und mich weiterhin supportest. 3 Monate schon. Dankeschön. Bleib uns treu, auch wenn du in letzter Zeit wieder wenig Zeit hast. Ich hoffe, das legt sich alles, wenn irgendwann mal Abi fertig ist, mein Lieber. Dankeschön! Und die Herzen sind für dich! So, ich muss mich mal ganz kurz fit machen. Ich bin fit. 69,1 passt. Gut, dann will ich... Wo will ich hin? Ich will dahin. Will ich dahin? Ja, da will ich hin. Genau, hier will ich hin. Hier bin ich richtig. Dann machen wir erstmal den hier. Die gute Nachricht ist, in der Beta war da dieser Eis-Astorias drin. Ich vermute mal, dass sie den jetzt nicht nochmal da unten reingepackt haben. Oh. Na komm, wir machen dich erstmal. So, die Tür meinte ich. Aufzugsraumschlüssel benutzt. Hier konnte man halt in der Beta halt rein mit dem ganz normalen Gefängnisschlüssel. Das haben sie jetzt anscheinend unterteilt. Oh, jetzt bin ich einmal gespannt, was da unten ist, ey. Okay, es ist derselbe Raum, Wiener Beta, und da stand halt dieser Eis-Astorias, den wir ja schon gemacht haben. Achso, ich habe das Ding jetzt ja hier hingelegt. Das ist einfach ein Dark Race. Also, vielleicht ein größerer Dark Race, aber der sieht aus wie die dunkel Dark Race-Rüstung. Mobs-Geschwader-Ding. Würde ich jetzt mal so meinen. Wo hast du den Schlüssel her? Den habe ich vor 2 Minuten bekommen, Ragnar.
Ja gut, keine Ahnung, ob das jetzt ein Bosskampf ist. Also in der Beta war es keiner. Mini-Boss-Time? Achso, ein Schild. Hast du nicht. Ah, er hat aber das ganz normale Dark Race-Moveset, würde ich meinen. Ah ja, und auch der Dark Race-Schild. Also ganz normal Standardkost. Schaden geht. Bleibt nur gerade hier an den Obstacles hängen. Versuch halt gerade den Backstep, den ich auch hinkriege. Ah, das war zu früh. Sag's der Hand! Mit dem roten Schild! Und wenn er sich nicht heilt, sieht's gut aus. Und dann geht er down! Und der rote Auger fließt wieder da, der komplette. Keine matschigen, ranzigen Verbrauchsmopeds. Ein ganzer Augapfel, dank Schappi. Non-stop Invades, ohne Farm. What the fuck? Einer der Kritikpunkte aus Dark Souls 2, du musstest ständig diese Mopeds farmen. Und hier kriegst du das Ding jetzt für... Hallöchen. Oh, danke, From Software, danke. Wo ist denn das Moped? Ne, das müsste hier sein, ne? Invasion in eine andere Welt. Online-Spielobjekt. Invasion einer beliebigen anderen Welt. Besieger den Träger der Glut der Welt, in die du eingedrungen bist, um die Stärke des Feuers zu erhalten. Der rote Augapfel ist in diesem winzigen Land verwurzelt, das vor langer Zeit der Finsternis anheimfiel. Um diesen Pfad zu betreten, tritt in der Kathedrale des Abgrunds in den Dienst von Rosaria. Was ist die Kathedrale des Abgrunds? Wer ist Rosaria? Ich habe keine Ahnung. Okay. Aber wir haben so einen kompletten Mob-Ding hier, weil die sind ja hier die kaputten, die sich verbrauchen hier, diese Einmal-Mopeds. Erlaubt die einmalige Invasion, da steht's auch dran. Ey, sehr geil, sehr, sehr geil. Kein Farmen. Oh Gott sei Dank. Das sag ich doch einfach mal. Hell yeah! Oh Mann. Was der Apfel macht, das ist Invasion. Du klickst drauf und ein Spieler, der in der Nähe ist, da kannst du, wie gestern bei mir im Stream, die Leute kommen dann einfach und können dich umbroten. Oder du brotest die Leute um, je nachdem. Ist halt PvP. Das ist halt das klassische Ding, was du auch in Dark Souls 1 halt bekommen hast. In Dark Souls 2 gab es leider keinen kompletten. Da musstest du halt jedes Mal wieder farmen. Das heißt, du musstest 99 farmen. Konntest 99 mal PvP machen, dann musstest du wieder 99 farmen. Das war super nervig, weil sie halt versucht haben, das PvP ohne Farm in diese Arena reinzupressen, die keiner großartig gerne genutzt hat. Und das scheinen sie jetzt in Dark Souls 2 komplett über den Jordan geworfen zu haben. Was nicht heißen soll, dass es vielleicht eine Arena gibt. Ich habe sie halt noch nicht gesehen. Aber zumindest gibt es dieses Item wieder. Was schon mal sehr geil ist. Das heißt, wenn wir halt PvP machen, muss ich nicht vorher zwei, drei Abende vorher die Augäpfel farmen, sondern kann sagen, wir machen heute PvP und drück einfach auf den Knopf und es geht los. Das ist halt sehr, sehr geil. Und sonst gibt's hier nix, anscheinend. Nö, sonst würde ich meinen, gibt's hier nix. Ich glaube, jetzt bin ich schon einmal rum, ne? Würde ich meinen. Das ist
es eine PvE geben. Ja, würde ich nicht so sagen, Lustig. Würde ich nicht so sagen. Du kannst es komplett als PvE-Game spielen. Ja, stimme ich dir völlig zu. Aber dazu behaupten wäre vermessen, weil viele, viele, viele Leute spielen das Spiel nur wegen des PvPs. Und gerade die Community, die langlebige PvP-Community, feiert halt die PvP-Aspekte und nur wegen der PvP-Aspekte. Das ist halt auch ein Grund, warum DS1 so lange gespielt wurde, warum DS2 so lange gespielt wurde, warum Bloodborne und Demon's Souls nicht so lange gespielt wurden. Weil in den beiden letzten genannten die PvP-Klamotten nicht so geil waren. Also das hat dem Spiel eigentlich auch sehr gut getan, weil es halt viele Leute deswegen sehr, sehr lange gespielt haben, wegen dem PvP. Das kannst du auch nicht wegdiskutieren. Klar, kannst du sagen, dir gefällt der Aspekt nicht, aber das komplett zu behaupten, wäre leider falsch, Lustig. Weil es ist, hat halt diese Faszination für viele Spieler im PvP. Muss mich eben gefallen. Stimme ich hier absolut zu. Jan, danke für den Host. Und Grüße an die Insel. Ja gut, dann sind wir hier fertig, würde ich meinen, wa? Das Dark Knight-Schild habe ich vom ersten Dark Knight bei den Krabben. Rechts neben den Krabben war der erste Dark Knight. Das Einzige, was man tatsächlich mal auch gucken könnte, ob der respawnt. Ich muss noch eine Ebene höher. Wie wär's denn mal mit dem Boss? Ja, bis jetzt haben wir keinen gefunden, außer den einen Typen. Reise, Reise, Reise. Was war denn der schnellste Weg dahin? Nee, von der Pharaonfeste dahin. Tima, nicht bös gemeint, aber bitte, ich habe Siegwald schon gesehen, bitte haltet euch auch mit solchen Fragen zurück. Dann kommt nämlich als nächste Frage, wie hast du die Solaire-Begegnung gefunden? Und ich denke mir nur, what the fuck, welche Solaire-Begegnung? Also, schau in die VOD, Dima. Was soll ich dir jetzt dazu sagen? Ich hab's halt gefeiert. Nur wenn ihr dann halt immer fragt, hast du dies und das schon gesehen und wie fandest du das? Und ich hab das noch nicht gesehen, ist das auch ein Spoiler. Ist zwar kein, ist halt so ein fragenstellender Spoiler. Also damit bitte auch zurückhalten. Ah, okay. Ja gut, dann ist es okay. Wenn er vorher die Mods fragt und die das sagen, dann ist es okay. Dann ist okay. Das habe ich ja nicht, das habe ich ja nicht gewusst. Okay, dann passt alles. Das ist okay. Das ist völlig okay. Gute Idee, Dima und Mods. Nee, ich habe es gefeiert. Also ich lag von Lachen schlapp am Boden. Ich fand's super. Ich hoffe, dass die Questline noch weitergeht um ihn. Die Feuerhüterseele lag oben auf dem Nexus. Da habe ich den Ring, den Schlüssel gekauft für 20.000 und bin da irgendwie hochgekommen. So. Maggie. Was hat Maggie? 2, 7, 5. Bietet wer mehr als 5? Fünf, 9, 10. Bietet wer mehr als 10? 12, 13, 11, 13 war das höchste, ne? Was haben wir hier? Maggi? 2, 2, 2, 3, 3, 5. Ja, ich weiß, ich gehe schon wieder durchs falsche Menü, sorry. 6, 7. 6, 9.
7-1. Gut. Schild. Magie, 65, 67. Aber dafür weniger Stability. Aber egal. Aber noch 100%. Gut. Ja, Maggi gegen die Maggi-Suppe buffen, ja, das klingt ja nach einem großen Spaß. Komm, brauche ich nicht. Ja, das ist das perfekte Outfit. Hurra! Was habe ich denn noch an Ringen? Ich habe den Lebensring, den Estus-Ring, den Schlangenring, könnte ich nochmal austauschen. Was haben wir denn? Feuerangriffe. Verringerte Belastung. Mache ich damit jetzt mehr Schaden? Wo sehe ich das denn? Da. Ja, ein Punkt. GG. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht wirklichst. Kann ich lieber den Buff nochmal mitnehmen? Oder das hier? So. Passt. Dann! Mach ich nochmal Blitzpinkel-Hype. Guck nochmal kurz auf den Chat und dann, gehe ich erst Blitzpinkeln und dann auf den Chat. 30 Sekunden Blitzpinkeln. Und dann geht gleich los. Sie, komm gut ins Bettchen. Nee, da wirst du ja auch erst was auf der E3 wahrscheinlich zu hören, Bobby. Ich gehe davon aus, auf der E3 werden wir irgendwas dazu erfahren, inklusive vielleicht sogar schon Release Date. Ich tippe mal so auf März, April nächsten Jahres. How old, sei gegrüßt. Ja, Angu. Bloodborne und Dark Souls 3 sind vom selben Entwickler. Ist alles von From Software. Wobei bei Bloodborne noch Sony mitfinanziert hat und deswegen ist es halt ein Exklusivtitel. Bei Dark Souls nicht. Es fing alles mit Demon's Souls an, das war auch ein Exklusivtitel, da hatte auch Sony die Finger mit im Spiel. Was? Es hätte ja auch... Ich versuche gerade den Satz von Dima zu verstehen. Es hätte ja auch kein Muss sein gemusst. Eine Menüeinstellung, um selbst zu entscheiden, wäre prima, aber das... Worüber redet Dima? Ach so, das Movement. Ja, aber ich kann dir auch sagen, warum es so ist. Wie es ist. Und warum es nicht so ist, wie es ist. Ich glaube, du meinst das Rollen mit dem Rum... Circlen mit kurzen Schritten statt Rollen. Nicht daran, dass du bei Bloodborne deutlich länger und näher am Target bleiben musstest, weil du die Health Regain Mechanik hattest und aggressiver spielen musstest, als du das hier in Dark Souls tun musst. Wenn du hier rollst, willst du vom Gegner weg und nicht nur einfach ausweichen, um irgendwie drauf zu kloppen, um Leben wieder zu bekommen. Deswegen ist die Mechanik hier nicht drin, weil auch die Health Regen Mechanik hier halt nicht drin ist. Das sind halt zwei Konzepte, die ineinander greifen und ohne die, die wahrscheinlich auch nicht funktioniert hätten. Und ich bin froh, dass es hier so ist, wie es ist.
Weil sonst hättest du halt überhaupt keine Mischung mehr. Und wie gesagt, ja klar, ich freue mich über ein Bloodborne 2, aber das ist jetzt halt Dark Souls und da freue ich mich auch ein bisschen mehr. Taps, taps, taps. So, ich musste da durch, ne? Einfach nur. Also einfach nur in Anführungsstrichen. Neun Estus. Plus zwei. Die Frage ist, ob mir die alle nachkommen. Ich würde mich halt gerne nochmal ordentlich mal einmal vorher buffen. Die kommen mir anscheinend nicht nach. Okay, so langsam werde ich ein bisschen nervös. Wir haben ein Schild. Ja, ja, Puls, ich lebe. Oh Mann. Ja, Boss-Time in Dark Souls, liebe Freunde. Wir ziehen gegen den Kristallweisen in die Schlacht. Ich buff mir gleich Gerät, ich dampf nochmal und dann reiten wir los. So, mal gucken, wie viel Schaden ich jetzt mache und wie viel Schaden er macht. Aber das ist schon deutlich weniger. Ich nehme noch keine Estus. Der Schaden sah nämlich sehr moderat aus, den er jetzt gerade gemacht hat. Der hat mich das letzte Mal schon komplett fast runtergeburstet. Jetzt nehme ich eine Estus. Ich habe noch 8. Das sieht gut aus bis jetzt, aber jetzt kommt wahrscheinlich die Phase, die ich gerade auch beim letzten Mal verkackt habe mit den Ads. Ich hoffe, die splitten vernünftig und nicht alle auf den Knubbel, da die mich instant wieder wegfisten. Weil im Moment sehe ich gar nichts. Was mich traurig in der Hose stimmt. Oh, alle hier. Hallöchen. Oh, auch da. Alter Schwede! Die kommen wirklich von überall. Wie viel waren das jetzt? 3, 4, 5? Ich sehe die ja noch nicht mal. Der, die hinten haben mich kaputt geknattert, nicht der, auf den ich gegangen bin. Alter Vatermann! Müsste erstmal wissen, wie viele es sind. Das sehe ich halt leider nicht, weil dieses Waber-Ding genau vor meinem Gesicht hing. Ich habe jetzt 3 oder 4 gesehen. 3 standen quasi, glaube ich, hinter mir und ich bin zu dem Einzelnen gegangen, was vielleicht der Fehler war, dass die 3 von hinten auf mich rumknattern konnten. Nicht geil. Also wie gesagt, definitiv mehr den Raum beobachten und die Mobs irgendwie versuchen zu separieren. Erstmal hinter Säulen stehen und gucken. Und dann einen rausnehmen. Ja, das ist die einzige Problematik in dem Kampf, dass die Dinger halt tatsächlich so viel Schaden machen und von hinten und von allen Seiten knattern, dass du da nicht viel gegen machen kannst. Oder du musst halt Perma rollen oder so.
Und ich gucke jetzt absichtlich nicht auf den Chat, weil ich mal denke, dass ihr wahrscheinlich über den Boss redet und ich möchte im Moment nichts wissen, weil ich den halt selber spielen will. So, dich müssen wir noch machen. Da kann ich einfach durchrennen. Aua. So, und ein Stößchen in Ehren. Kann keiner so weh. Dafür gibt's noch einen Stab des Zauberers. Hurra. Ja, das Schild hatte ich oben. Das hat mich nur von hinten getroffen, weil die halt von zwei Seiten kamen. Nuklearscan, das nützt mir das Schild nichts, weil ich mit dem Schild nur nach vorne blocke und nicht 360 Grad Roundhouse. Ja, Boss Time again! Ja, ist ja nicht der einzelne Boss, der mich halt killt, ist die Kombination von Schaden in den Rücken. Ach, da, sieh, guck ins Bett. Vier Monate dabei. Dankeschön, mein Lieber, für deine Unterstützung. Ich kann gerade nicht freundlich in die Kamera fisten. Deswegen, Dankeschön. Nimm deinen Platz zwischen den anderen Mopeds ein. Und hab weiter Spaß. So, ich nehme jetzt mal vorsichtshalber wieder eine Estus. Bin voll. Sind noch nicht da. Ist schon wieder weg. Wahrscheinlich, weil ich die nächste Phase direkt getriggert habe. Die Frage ist, was ist hier mit dem Weg da oben? So, da haben wir drei. Eine weniger, okay. Ich halte mich oben. Sagte er und... Alter Schwede. Okay, die ist weg. Muss hier einfach wirklich nur zickzack laufen, wie ein Bekloppten. Wer steht, verliert oder so. Oh, ficke, facke, Dackelkacke. Stop it! Da sind immer noch. Ich hab noch 5 Estus. Oh, ich muss erstmal irgendwo hin, wo ich irgendwas sehe. Deswegen! Estus! Oh! Estus! Hab noch 2! Oh Gott, ey! Der Damage ist real! Eine Estus! Hau! Down! 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 Alter Schwede, ey, was eine Geburt. Ah. Seele eines Kristallweisen. Kaputt gepiekst. Alter Vater, ey. Der Damage. Puh, und wie immer sagen wir an dieser Stelle, nachdem wir hier ein Dutzgerät bekommen haben. Dutz. Und... Hell yeah! Ei, ei, ei. So, ganz kurz mal Resten, Rasten, Estus auffüllen. 2 habe ich noch gehabt. Alter, Vatermann.
Alter Schwede. Der Damage, ey. Absolut Realinski. Oh, einmal den ganzen Krepp hier ausziehen. Das sieht aus wie die letzte Mülltonne. Dann ziehen wir mal wieder den gefallenen Ritter an. Ich weiß, sorry, wegen dem Menü. Ich lerne es vielleicht noch im 800. Durchgang. Dann nehmen wir hier tatsächlich wieder den Schlangenring. Und unser Schild. Upp. Und wir können, glaube ich, ein Level gehen. Können uns aber immer ganz kurz hier umgucken. Alter Schwede. Da ist ein Weg. Ah. Konnte man jetzt mal auch so viele Estus-Dinger haben? Ja, klar. Ich glaube, was war denn das Maximum? Abgesehen davon hat es ja noch zig Lebenspopel. Ich weiß gar nicht, was in DS2 das Maximum war, ehrlich gesagt. Irgendwie habe ich ziemlich viel, glaube ich, vergessen aus DS2. So, jetzt, was bringt das jetzt hier? Hier ist ein Weg, der einfach ins Nichts führt. Na gut, da bin ich jetzt mal geneigt, die Nachricht zu lesen. Unmöglich. Hurra für sinnlos. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Rückzug. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Bist du hier wirklich safe? Ich meine, du hast hier nur einen Flügel offen. Klar, du könntest hierhin zurücklaufen und dich safe machen. Aber, weiß ich nicht. Und natürlich danke für die ganzen GGs, Freunde. Alter Schwede. Eigentlich ein schöner Boss, was mehr oder minder, ich würde es einfach mal... Also, ich bin gespannt, wenn ich den mal bei anderen sehe. Ob ich grund irgendwas übersehen habe. Ansonsten würde ich jetzt von meinem Eindruck meinen, das ist einfach nur ein HP-Check. Oder halt ein Reaktions-Check. Du brauchst halt ein gewisses Leben, um mal ein, zwei Nukes zu überleben. Ich war gut, ich war nicht menschlich. Das hätte ich noch machen können. Dann hätte ich vielleicht den einen oder anderen Hit überlebt und wäre nicht ganz so low gedroppt. Weil die halt von allen Seiten schießen. Und du kannst halt nicht überall hin blocken. Und das auch super schwer beobachten. Das war jetzt der vierte Boss. Der Titel wurde schon aktualisiert auf 4 Bosse. Wer ihn jetzt auf 5 gemacht hat, ist einer zu viel. 4 ist richtig. Und das Moobot-Command auch bitte dann dran denken, das wäre geil. Dankeschön. Ja, wir gucken mal, ob wir leveln können. Zwei Geheimtüren hatten wir schon. How old? 2 Stück. 2 Geheimtüren. Eine bei Pharon oben und eine hier im Nexus. Was wollte ich tun? Da wollte ich hin, bevor ich leveln will. Ich will gucken. Das gab ja eine Seele, verdammt, die hätte ich auch mal vorlesen können. Sag doch was. Eine der verdrehten Seelen von Stärke erfüllt. Die Seele eines Kristallweisen, eine der verdrehten Seelen von Stärke erfüllt. Benutzt, um viele Seelen zu erhalten, wandeln, um ihre wahre Kraft zu extrahieren. Die beiden Kristallweisen dienten den Gelehrten des großen Archivs. Des Dukes Archivs? What the fuck? Spirituelle Berater, bis sich einer von ihnen der Untotenlegion anschloss. Ein... Och Mann, ach, dann haben sie wirklich... Ah. Position ist echt für den Arsch. So, hier? Nee, ein Thron weiter. Den hätten sie woanders hinstellen sollen. Aha. So. Kaskade. Kristallseelenmasse. Okay. Und das ist auch vom Großholz. Rapier des Kristallweisen. 55 physisch, 82 magisch. Naja, nicht für mich im Moment. Dämonenfaust.
Wort, Dämon, Wort, Dämon. Okay, also nichts wirklich Spannendes im Moment. Welcome home, speak thine hope. So. Very well, then take nourishment. Ein Level. Wo will ich denn hinleveln? Ich würde sagen, auf 25 Leben? Gut, dann haben wir das auch. Dann können wir zurückreisen und uns da weiter umgucken. Wo immer das jetzt auch war. Grenze, wie hieß denn das? Ruinen der Feste? Nee, wie hieß denn das? Kristallweiser. Da. Wo findet man denn den Seelenwandler? Beim Holzklotzbaum. Haben wir den, glaube ich, gekriegt. Bei dem Boss. So. Achso, Moment. Ich will mal ganz kurz meinen Bogen wieder haben. Und das weg. Das passt. Perfekt. Dann können wir uns nämlich hier weiter umschauen. Geschafft. Ja, Second Try. Oh, ja, ging ja. Ging, ach, was ist das denn da oben? Was ist das denn da oben? Hexe. Hexe geäxt. Vogeltitanit. Nimm mich mit. Ich hab zwar keine Ahnung, wo ich hier bin, aber ich hab eine Echse. Findest du eigentlich auch, dass die Rüstung vom Tutorial-Boss, die hatte Ähnlichkeit mit Old King Doran? Ja, hab ich auch schon drüber nachgedacht, John. Also sehr viele Anleihen sind tatsächlich drin, auch an was die Sets betrifft, über alle Spiele hinweg. Also ich habe ja schon gesagt, im Moment habe ich das Gefühl, das ist ein Best-of von From Software. Nach dem Motto, der Boss gerade sah aus wie, finde ich, wie Beatrice, Hexe Beatrice. Ja, das ist echt so ein Mashup. Demon's Souls, Dark Souls, Dark Souls 2 und Bloodborne haben ein Baby und rauskommt ein HD-Remake, Mashup-Ding. Das hier. Was jetzt nicht schlecht sein muss. Also im Moment macht es mir tierisch viel Spaß. Oh, da ist noch eine Hexe. Und noch ein Fungeltitanit. Und da ist ein Weg. Und da ist ein Weg. Okay, da haben wir schon mal wieder so einen Feuer-Sanges-Knattermann. Und so ein... Der hat jetzt aber hinten kein Brett und keine Suppe mehr. Der hat jetzt irgendwie... Totenköpfe oder so. Okay, da sehe ich die wieder. Das ist der normale Weg, oder? Wo ich jetzt gerade runtergehüpft bin. Ja. Okay, also quasi so ein Shortcut, wo man hinten... ja gut, den könnte... oh, kacke. Da ist noch einer dabei. Das sind zwei. Oh, hier sind auch verflucht eng. Oh, Hackebeil. Hack dich weg. Hack dich doch weg. Oh, der will nicht hacken. Doch, er will hacken. Richtig hacken. Alter Schwede. Er hat hinten da ist noch einer. Totenkopf. Auf Kopf.
Nicht auf den Kopf, keine Ahnung. Ich halt da so einen Sack voll Käfigen toten Mobs. Kann ich reden. Geh weg, ey. Abfall. Ja, danke schön. Ja, danke schön. Das ist halt, was ich hier haben will. Das Mob-Design war immer ziemlich geil, muss ich sagen. Außer Dark Souls 2, da vielleicht mal außen vor. Nicht auch noch Loot. Achso, wir haben nur noch hier Flammen, Peter. Ist ja okay. Flammenpeter ist okay. Ja, keine Ahnung, wir können ja mal auch jetzt einfach... Ach ja, kann ich wieder nicht, weil ich nicht genug Gewicht habe. Verdammt, ich brauche irgendeinen Ring mit Gewicht und Döns und Kram. Achso, der knattert wieder menschlich rein. Ja, ist okay. Schöne Breitseite. Und der Estus. Noch 8 Estus. Stachelstreitkolben. Und Heroldshelm. Herolds Rüstung, Herolds Handschuh, Herolds Hose. Das heißt, dieser Stahlhelm wurde von den Herolden des Weißen Pfades getragen, den Überbringern dienstlicher Nachrichten. Stählerner Schutz mindert physischen Schaden hervorragend, ist aber anfällig für stumpfe Stöße und Blitzschaden. Und den Knüppel haben wir bekommen. Ne, der müsste hier oben irgendwo sein. Knüppel, Knüppel. Knüppel! Stärke, 149 und 100, ja nur 100 Crit, kein Bonus, doch, Blutungsbonus hattet auch. Wahlwaffe der Missionare aus der Kathedrale des Abgrunds, Mentoren der Bewohner der Untotensiedlung, die langen Stafeln Stacheln verursachen starke Schmerzen und Blutungen. Naja. Was, ist es kein Haten, wenn man die Wahrheit sagt? Was, wo, was, wie, wo? Worüber redet ihr? Über Petra? Wer ist Petra? Die ist doch gar nicht da. Stimmt, Petra war schon lange nicht mehr da. Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Keine Ahnung. Ich gehe mal weiter. Ja, sie geht ins Bett. Ach, da! Yassi, komm gut ins Bett. Ich hab's gar nicht gesehen. Schlaf gut, meine Liebe. Ja, ich muss da lang. Bin ja mal gespannt. Kathedrale des Abgrunds. Okay. Schokinator sei gegrüßt. So. Da haben wir eine Treppe und einen Waldweg. Ich gehe mal den Waldweg. Ich bin ja so ein Waldfan. Ich gehe ja gerne in den Wald spazieren, den Rucola einsammeln. Da oben steht er schon, ich sehe ihn. Ach, da oben geht's auch hoch. Oh, der Sound. Äh.
Was hier? Nix? Es sind schon wieder 7 Millionen Wege. Alter, warum? Das ist der Fuße der Treppe, okay. Genau, Maki, wie es auch gesagt wurde, PS4. Blut. Wappenschild. Und Menschen. Typen Menschen. Wappenschild. Wir haben das Graswappenschild, wir haben das blaue Drachenschild, wir haben dementsprechend jetzt ein Schild. Das Drachenwappen war für Feuer, dann müsste das mit Magie sein. Magie, immer eine gute Suppe. Dunkel, nicht Magie, dunkel. Ein Ritterschild mit eingraviertem Wappen. Eine der verzauberten blauen Schilde. Der Wappenschild reduziert den Dunkelschaden beträchtlich. Okay, dann haben wir jetzt Feuer. Also Magie fehlt uns tatsächlich noch. Und da unten ist ein Typ. Wer oder was ist er denn? Der hat Spinnenschild. Ja, der kann im Sumpf spazieren gehen und den macht das nichts aus. Super Typ. Gib mir das Spinnenschild. Ja, den ersten Stream habe ich auf der Xbox gespielt. Das ist absolut richtig. Da vorne flippert irgendwer rum. Weil da die PS4 die Lizenz nicht freigeschaltet hat. Ich konnte mir nur den Soundtrack anhören und das Team aktivieren, aber nicht das Spiel. Und dann musste ich auf die Xbox den ersten Stream ausweichen, weil ich die Presseversion der Xbox bekommen habe. Aber da ich Platin machen will, geht das ja nur auf der PS4. Wer bist du denn? Waldknecht Ruprecht. Aua. Aua. Stell dich doch erstmal vor. Wer bist du? Ja, hör doch mal auf mein Schild zu kloppen. Ach, jetzt hat er auch noch ein Schwert. Und ein Tritt. Ja, da war immer Schaden. So, jetzt bist du wieder dran. Da habe ich nicht getroffen. Alter Schwede, der hält aber gut aus. Und haut mir die Deckung weg. Hast du einen Lockfail? Ich hab keine Ahnung, wer er war. Er droppt aber auch anscheinend nichts. Ich nehme mal einen Estus. Da haben wir ja noch 8 dann. Ja, Kirby, davon kannst du ausgehen, dass der Season Pass wieder richtig hart werden wird. Also, klar, für den einen oder anderen Pro natürlich nicht hart, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es wird für Endgame-Content sorgen. Also, sprich, nicht gerade frischer Level 3-Char wird er durchrocken. Also, da gehe ich von aus, weil die ganzen DLCs von From Software, die gemacht haben, war für High-Skilled. Und damit meine ich nicht jetzt die Fähigkeit der Spieler, sondern der Charaktere für Endgame-Chars. Ich gehe davon aus, das machen die wieder. Das wird sonst einen Shitstorm geben. Asche eines Paladins. Das klingt nach Wundern, würde ich meinen. Irgendwas, um wieder hier mit Wundern freizuschalten. Wo ist das denn? Boah, ich habe mittlerweile so viele Items. Da.
ermöglicht Schattenasche, die von einem ermatterten Paladin, der die Kathedrale des Abgrunds suchte, ermöglicht erwärmt neue Gegenstände bei der Schreindienerin. Ah, bei der Dienerin! Und er hat einen, Lloyds Talisman in der Hand. Sehr geil. Dieser Paladin bezahlte einen hohen Preis für seine eigenwillige Gerechtigkeit. Okay, sehr cool. Die Frage ist, ob die respawnen. Warte mal, ich kill den da oben und dann gucken wir mal, ob die respawnen. Der hat ja ganz gut XP gegeben, glaube ich. Wobei diese Büsche da, muss ich sagen, echt nach Loot aussehen. Also irgendwie, als ob man die looten könnte. Aber kann man halt nicht. Die haben sie gut gemacht irgendwie. Ziemlich cool. Also nach DS2 und BB-DLC kann man echt einiges erwarten. Ja, davon gehe ich aus. Davon gehe ich aus. Darauf habe ich gewartet. Endlich bestrafen einer der Schildturtle. Ja, hatten wir schon häufiger, Dr. Planlos. Also, das habe ich gestern, vorgestern schon gesagt. Also, im PvP ist das Schild genauso useless wie in DS2. Kriegst halt einfach Guardbreak und Frontstep. Manche Mobs machen es halt auch, aber wie gesagt, im PvP kannst du dementsprechend Schild schon wieder knicken. Kleine Titanitscherbe. Nicht ganz so spannend. Nicht ganz so spannend. Aber nehme ich mit. Aber wir sind halt immer noch anscheinend vom Titanitscherbenbereich im Anfangsbereich, weil hier immer noch kleine droppen, die ich mittlerweile schon kaufen kann. Dementsprechend denke ich mal, dass ich hier gar nicht so falsch bin. Ich kleiner Lowbob, ich. Ja, Speedrunner ist ja eine andere Gattung, Lystik. Speedrunner ist ja eine andere Gattung von Spielern. Die zähle ich da mal nicht dazu, weil die machen ja nicht die gesamten Mobs und gucken sich in dem Sinne alles an. Die gucken sich an, was sie brauchen, um den Schaden zu optimieren. Also sprich, irgendwelche Scherben, Pieper-Pops. Dann looten sie. Aber die machen ja nicht jeden Krabbengegner, jeden komischen Kackmob. Die rennen ja einfach dran vorbei. Das heißt, du brauchst einfach nur gute Dodge-Timing. Das ist halt komplett ja was anderes. Ich spiele das Spiel ja mehr oder minder um das Erkunden der Welt willen und um die Gegner dann halt dabei zu besiegen. Die Gegner und die Bosse sind halt Beiwerk. Was irgendwie jetzt komisch klingt, aber ich hoffe, du weißt, worauf ich hinaus will. Ich mag es halt einfach, das hier zu entdecken, genau wie in Fallout. Wir haben Fallout über 100 Stunden gespielt und haben nur entdeckt, bevor wir mit der Story angefangen haben. Ich guck mir halt gerne die Welt an. Looten und leveln halt. Looten und leveln. War ich jetzt eigentlich hier schon? Oder bin ich da runtergesprungen? Oder bin ich hier? Ja, ich bin da runtergesprungen. Okay, da war ich schon. Ah. Nein, Beta-Blocker. Ich hab Bluthochdruck und nimm deswegen Beta-Blocker. Wobei der Puls als Ruhepuls noch zu hoch wäre. Wie gesagt, irgendwann um die 70, 75 wäre nicht schlecht, aber das werde ich im Stream halt nicht hinkriegen. Weil wegen Live und Action und Pieper-Pops. Aber deswegen springt das bei mir nicht wie ein Flipper hin und her. Typ. Aber er dodgt direkt im Anschluss. Das ist schon mal nicht unclever, muss man ja sagen. Spinnenschild. Spinnenschild. Yeah.
Alter, warum habe ich diesen scheiß Schandstart gestern gemacht? Wieso? Warum? Das ist definitiv beim nächsten Mal. Gehen wir erst hier hin und holen uns ein Spinnenschild. Dann wird auch die Schandstadt zum Spaß. Alter Schwede. Wobei, wo sehe ich denn hier Gift? Gift sehe ich gar nicht. Weil Gift gar kein Stat ist, in dem Sinne. Ein Schild, in dem das Bild einer großen Spinne radiert wurde. Schilde wie dieser werden häufig von wilden Bergbanditen benutzt und bieten hohen Schutz gegen Gift. Alter. Ja, GG. GG für Spinnenschild. Oh Mann. Zu gut. Schön. Oh, da oben liegt Loot. Hier höre ich irgendwas schaben. Und ich sehe nicht... Da. Was ist das? Irgendein Kackhund und da oben ist ein Typ. Ach, da ist auch noch ein Hund. Ja, komm zu mir. Komm, Wuffi. Ja, komm, baut. Genau. Ah, der schießt Pfeile. Ist ein Bogenschützer, der Mann. Komme ich gar nicht hoch. Au! Bogenschütze! Geht der Hundi auch hoch? Ja, Hundi kommt. Aua! Mistdöle! Noch mehrere Bogenschützen. Hm, verstehe ich. Schmerz am Po. Lichterloh. Estus trinken. Au! Jetzt ein Estus trinken. 7 Estus noch. Und looten. Große Seele von Yassi. Nehme ich mit. Und dann müssen wir mal hier Captain Bogenschützenknecht wegmachen. Geh mal her. Ein bisschen auf den Sack. Oh, da sind auch noch Hunde. Au! Wo bin ich jetzt? Ich habe keine Ahnung. Hund, komm her. Hundi. Ja, brav. Mach. Du hast Pfeile in dir. Dieser Hund. Estus? Noch 6. Alter Schwede. Es ist auf jeden Fall schwerer als Dark Souls 2. 23. Die Bosse? Bis jetzt? Ne Spur zu leicht. Die Gebiete sind cool. Die Gebiete sind cool. Du hast halt, immer so Mini-Bosse drin. Klar, du musst sie nicht machen, aber die droppen halt auch Loot, wenn du sie machst. Was ich sehr geil finde als Anreiz, sie zu machen. Zumindest beim ersten Mal. Und, Level-Design finde ich geil. Wir haben Bosse, ich gehe mal davon aus, die werden noch schwerer werden. Und bis jetzt habe ich fast keine Kritikpunkte, außer dass es ein bisschen zu viel Bloodborne aussieht. Aber das ist halt ein persönlicher Geschmack von Art-Design. Das mindert aber auch nicht den Spielspaß. Also bei mir nicht. Oh, Backstep, der wieder kein Backstep war. Gut, dann haben wir uns ja da durch das Gebiet hier auch gekloppt. Da ist schon wieder ein Türchen. Für meinen ersten Playthrough brauche ich 35 Stunden, in den zwei bräuchte ich etwas über 70. Das liegt aber an dir, Schokinator, sage ich mal ganz ehrlich. Ich bin jetzt bei 20 Stunden und habe 4 Bosse down. Das kommt drauf an, wie du ein Spiel spielst.
Ich meine, hier gibt's einen Timer, wir werden am Ende gucken, was auf der Uhr steht und ich glaube nicht, dass da 35 bei mir stehen wird, wage ich schon mal einfach zu behaupten. So. Ja, erstmal nix. Ist schon mal nicht falsch. Aber Loot haben wir auch nicht übersehen. Genau, ich genieße es, genau wie Ragnar sagt, ich genieße es. Sicherlich kann, weil ich die Erfahrung habe vom Souls, könnte ich auch versuchen, schneller zu spielen. Ich muss mich ja mit vielen Krempeln gar nicht aufhalten. Ich habe aber immer noch die Faszination nicht verloren. Ich gucke halt gerne beim ersten Mal unter jeder Ecke. Klar, der zweite Durchgang wird deutlich schneller werden. Da kommen wir dann auch ungefähr mit der Zeitangabe wahrscheinlich hin, um die 30 Stunden. Das wären roundabout 6-7 Streams. Das kommt hin. Das haben wir nachher in Bloodborne geschafft, in 4-5 Streams Bloodborne durchzuspielen. Aber beim ersten Mal lasse ich mir halt super viel Zeit. Weil ich halt alles beim ersten Mal einmal sehen möchte, um zu gucken, was es halt gibt. Und daraus kann ich dann halt sagen, optimiere ich fürs nächste Mal. Und da spiele ich dann auch deutlich schneller. Also NG Plus, Pieper Pops, da drehe ich nicht nochmal alles nochmal neu um. Das wird hier der erste und einzige super genaue Durchgang sein. Warum ist hier ein Phantom? Was? Ist hier noch irgendwas hinter den Gräbern? Ja, aber da ist nix. Komm ich auch nicht hoch. Ein so ein Bobo-Bob. Suizidbomber, Mann! Bist du irre? Okay, die haben sie aus Dark Souls 2 geklaut. Die Suizidbombermänner. Alter Vater, ey. Er springt sich einfach mal selbst in die Luft. Der Taliban-Bombermann. Großartig. Geh kacken. Synchronos sei gegrüßt. Genau, man sucht alles ab und übersieht halt trotzdem Sachen. Das ist halt eben Souls. Deswegen gibt es ja am Ende dann auch die Spoiler-Runde, wo ihr dann sagen könnt, was ich übersehen habe. Kathedrale des Abgrunds. Ja klar, ich meine, wenn er jetzt mal irgendwo eine Yassi übersieht, die er irgendwo hinter einem Stein sieht, das ist jetzt nicht so super wichtig, aber es geht dann halt um Key-Items. Die werde ich dann auch noch nachträglich mit euch dann zusammen in den letzten Streams, bevor wir es in NG Plus gehen, die werden wir uns dann auch noch holen. Da könnt ihr dann nach Herzenslust halt spoilern. Aber bis dahin bitte nicht. Was ist das für eine Rüstung? Immer noch die vom verlorenen, verfaulten, verdingsbumselten Ritter? Gefallenen Ritter. Gefallener Ritter, so heißt die Rüstung. Der Ton klingt auch sehr nach Bloodborne. Oh oh. Wir haben noch 6 Estus. Heimatknochen habe ich drin. Oh, da ist auch noch ein Moped. Ich kann nicht locken. Da liegt Loot. Da ist auch Loot. Time? Schon wieder? Wäre jetzt nicht weit vom Leuchtfeuer, ne?
11.000 Seelen, ich kann noch nicht leveln. Bonfire! Kein Boss-Time. Leuchtfeuer-Time. Dutzgerät-Time. Dots! Ja, machen wir uns mal voll. Ach, die Yassi will Markus einfach liegen lassen. Nein, natürlich nicht. Yassi, so natürlich nicht. Wir brauchen dich. Vielleicht finde ich dich jetzt gerade. Wir gucken mal, was wir hier haben. Blut. Nee, eine Stachelpeitsche. Die packt die Yassi aus, wenn zu viel gespoilert wird. Die alte Stachelpeitsche. Blutungsschaden. Eine Peitsche mit spitzen Stacheln, die die Haut aufschlitzen und starke Blutung verursachen kann. Die Kapelle der Läuterung nutzt solche Peitschen, um nach ihren Ritualen mit den entstandenen Tropfen und Pfützen aufzuwischen. Okay. Okay. Kann man mal vielleicht im PvP und so. So, jetzt muss ich meinen Degen wieder finden. Ich hab schon zu viele Items, Mann. Da. Hier haben wir eine Tür. Shortcut. Shortcut. Oh Gott. Zwei Shortcuts. Meine Vermutung, wenn ich sowas sehe, das erinnert mich jetzt gerade schon wieder vom Design an Bloodborne, an die Albtraumwelt, wo du hingeschleppt wurdest von dem Säckchen, Mann. Da hattest du ja auch eine Kapelle mit einem Leuchtfeuer in der Mitte, links und rechts Shortcuts. War ein relativ großes Gebiet. Ich vermute mal, dass dieses Gebiet dementsprechend hier auch größer ist und im Endeffekt haben sie nur ein Leuchtfeuer drin, dieses hier. Aber du kommst mit cool platzierten Shortcuts jedes Mal hierhin wieder zurück. Und über die Shortcut kommst du dann immer weiter. Also ich vermute mal, das ist hier das nächste größere Gebiet. Ich guck auch gerade mal auf die Uhr. Wir könnten eigentlich nochmal 3 Minuten Pipi-Pause machen. Und danach draußen aufbrechen. Wir müssen ja, glaube ich, dann draußen oben weiter rum, wo die betenden Typis beim Loot saßen. So, machen wir noch 3 Minuten.